Mein Name ist Stefan Reimertz und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen zum Ausklang des Entrepreneurship Summit 2011 einen Unternehmer vorstellen kann, der den Weg, den viele von Ihnen vielleicht schon jetzt anfangen oder anfangen wollen, schon eine weite Strecke und eine weite erfolgreiche Strecke gegangen ist. Ich begrüße sehr herzlich Leo Pröstler. Wenn man sich eine der vielen Summaries, die es über Sie gibt, die vielen Lebensläufe anschaut, entsprechen Sie eigentlich eher dem, was Professor Faltin den Serial Entrepreneur nennt. Sie haben recht viele Firmen gegründet. Uns interessiert in der heutigen Veranstaltung vor allem der Kick-Off. Was war die Situation, auch die Lebenssituation, aus der heraus Sie Ihr erstes Unternehmen gegründet haben und wie hat sich dann dieser weitere Weg mit diesen sehr unterschiedlichen Unternehmen ergeben und was war der rote Faden dabei? Wo kommt das her, wo ist der Faden? Ich habe vorhin nachgezählt während einer Veranstaltung, als ich da saß. Ich habe jetzt 15 Unternehmen gegründet, die meisten existieren und sind erfolgreich, nicht mehr unter meiner Regie. Sie sind für mich wie Kinder, die ich auch loslassen musste, die jetzt ihren eigenen Weg gehen. Ich habe den Waschbärversand als das größte Unternehmen gegründet, war früher bei Mannesmann, habe Stahlwerke verkauft, 7 Jahre lang. Dieser ständige Wechsel zwischen Algerien und Düsseldorf-Königstraße war für mich nicht mehr erträglich. Ich habe dann versucht, da rauszugehen, bin dann selbstständig nochmal für ein halbes Jahr nach Persien gegangen und dann 2 Jahre mit einem Koffer voll, Rucksack voller Ökobücher um die Welt gereist und konnte dann eigentlich dieses immer Schönere zu konsumieren nicht mehr ertragen. Das Glück war nicht daraus für mich ableitbar, dass ich einfach reisen konnte und von Südsee und Afghanistan und Karibik und USA einfach toll gelebt habe, sondern ich suchte nach einer Aufgabe, wurde Geschäftsführer vom Öko-Institut in Freiburg und daraus hat sich dann eigentlich meine selbstständige Tätigkeit entwickelt nach 4 Jahren im Öko-Institut als Geschäftsführer. Nämlich was ganz Simples, in Hessen wurde das Abfalltrenngesetz eingeführt, Joschka Fischer wurde Umweltminister und niemand hat sich Gedanken gemacht, wie es in der Küche zugeht. Und ich habe ein Abfalltrenngerät, damals das erste weltweit, erfunden. Und da es mir niemand abkaufen wollte, musste ich dann auch noch eine Werkstatt gründen und das Ganze selbst bauen. Und das war genau das. Und im Direktversand zu verkaufen. Also alles das, was man als Unternehmer nicht machen sollte, nämlich ein Produkt einmal nur verkaufbar und dann hält es für ewig. Die Dinger laufen heute noch. Teuer, groß, sperrig, nicht zu verpacken richtig, also da, bis wir das fertig hatten und das im Direct Mail ohne einen einzigen Kunden zu haben. Also ich habe dann insgesamt von den Dingern, 1000 Stück oder was verkauft und kein Geld gewonnen, sondern verloren. Es war fürchterlicher Aufwand, ich stand auf Messen, ich bin quer durch Deutschland mit einem kleinen Toyota-Bus gefahren. Und dann kam einer und sagt, warum verkaufst du nicht Kaffeefilter, wieder waschbare? Dann habe ich Kaffeefilter von einer Indianerkooperative aus Seattle bekommen und innerhalb von einem Monat mit den Kaffeefiltern mehr Umsatz gemacht als mit meinem tollen Ökomüller. Das war dann der Ökofilter. Die meisten hier sind ja Studenten und junge Absolventen und was uns dann natürlich am meisten interessiert, der Weg jetzt vom Examen zur ersten Firma. Wie hat sich der, wenn man das so hört bei Ihnen, als hätte sich eines so wunderbar ins andere geschmiegt und als hätten Sie gar keinen eigenen Impuls oder eigenen Druck dahinter gespürt, sondern als hätte sich Ihnen die Gelegenheit offeriert und Sie haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt. War es so? Also ich bin nicht aufgewacht und habe gesagt, ich möchte Unternehmer werden oder ich hatte doch, sagen wir, dieses, weiß nicht, ob das ein Gen ist. Ich bin natürlich mit einem Vater groß geworden, der auch was verkauft hat, Sprengstoffe, und mit dem mitgereist.
Ja, Alfred Nobel ist ja auch mit Sprengstoffen. Wir haben damals Dynamit Nobel Sprengstoffe verkauft und nachher importiert. Also von daher habe ich natürlich immer mitgekriegt, was es heißt, sein Geld selbst zu verdienen, abhängig zu sein von Aufträgen, die man kriegt. Und dieses selbstständig zu sein ist schon etwas, glaube ich, wo es hilft, wenn man vom Elternhaus da was mitkriegt. Aber auf der anderen Seite, warum ich es dann wurde, ich hatte mir immer überlegt, irgendwelche, da ich Diplomingenieur bin, vielleicht könnten es irgendwelche Produkte sein, die wirklich genial sind und für die Umwelt fantastisch. Und was ist es geworden? Ein Freund von mir bei der Badischen Zeitung hat so einen Spaßartikel geschrieben, Österreicher, Alpenländer werden immer dreister, ich bin Österreicher, Österreicher erfindet Schublade neu. Und das war dieser Ökomüller. Aber er hat dazu geführt, dass ein Unternehmen daraus entstanden ist, was inzwischen über 300 Mitarbeiter hat. Und ich hätte es mir nie träumen lassen. Ich habe den dann neben dem Kaffeefilter waren es dann Wassersparer für die Toilette, dann waren es eine Putzkiste, die ich entwickelt habe, wie man im Haushalt ökologisch putzen kann. Und dieses Ding wurde ein paar hunderttausend Mal verkauft dann. Es gab dann einfach eine Entscheidung, mache ich das jetzt professionell oder weiter mit einem kopierten Blatt, was ich irgendwo verteile. Und ich habe dann im Ökotest die größte Anzeige, die Doppelseite gab es noch nie, eine Vierfarbanzeige gab es noch nie, eine Fotos gab es noch nie, praktisch mein ganzes Geld da reingesteckt und in diese Anzeige gesteckt. Und vielleicht vorher, und das ist einer der wesentlichen Punkte, über die wir vielleicht noch reden können, ich habe mir einen Zettel hingehängt, habe gesagt, so, was ist gut, schlecht und was ist Katastrophe? Und es war besser als gut, aber ich habe auch die Katastrophe mit drinnen gehabt. Wenn die eingetreten wäre, hätte ich sofort aufgehört. Und das habe ich bei einer anderen Unternehmung, bei Qualileo, diesem Internetshop auch gemacht, meine Sollbruchstelle genau definiert und ich halte mich daran. Und ich verlange auch von jedem bei mir vorher zu definieren, was ist der Punkt, was mindestens erreicht werden muss. Es gibt irgendwo einen Ding, wo Ihnen jeder sagt, ja, das muss mindestens rauskommen. Sag ich, gut, dann möchte ich Sie darauf festlegen, das muss kommen. Ansonsten, was ist? Ja, ansonsten brauchen wir es gar nicht machen, ist Blödsinn. Also definieren diesen Punkt, ab wann breche ich ab, wann ist das Ding gescheitert. Mhm. Es gibt vielleicht andere, die durch mehr Hartnäckigkeit diesen Punkt überwinden wollen. Aber ich denke, man kann sich auch verzetteln, wenn man dieses Ding vorher definiert hat und man bleibt dann trotzdem dabei, dann lügt man sich was in die Tasche. Wenn man sich den Typus von Firmen anschaut, den Sie gegründet haben, so scheint es, dass Sie immer von einem praktischen oder ökologischen Problem ausgegangen sind. Es gibt da von Faltin diesen schönen Satz, turn a problem into an entrepreneurial opportunity. Nochmal zurückzukommen zum Kick-off-Point. Wie ist Ihnen, wenn man Sie so hört, klingt es so, Ihnen sei das zugefallen, die Idee? Sind Sie jemand, der durch die Welt geht und sehr stark den Fokus der Beobachtung auf bestimmte praktische Probleme richtet? Wie kommt es eigentlich zu dieser ersten entscheidenden Idee? Also die erste entscheidende Idee für mich ist immer zu gucken, was braucht eigentlich mein Kunde? Ich definiere denjenigen, für den ich etwas mache, als einen Kunden und der braucht ja irgendetwas. Oder bei mir fällt irgendwas auf, weiß ich früher mit meinen Kindern, man musste ständig irgendwo neue Schuhe kaufen für Schlittschuhe, neue Rollerblades, die Füße wachsen. Also was mache ich? Ich zeichne einen Schuh, wo man unten diese Zusatzgeräte abbauen und wieder anbauen kann, sodass der Schuh nur neu gemacht werden muss, aber die Kufe oder die Rollerblades da drinnen bleiben. Das ist auch ein gescheitertes Unternehmen, wo ich auf der ISPO rumgelaufen bin und versucht habe, kanadische oder tschechische Hersteller dafür zu kriegen. Habe es dann gelassen. Irgendwann gab es das Produkt bei Otto im Versand. War nicht meins. Aber wo ärgere ich mich selber? Wo finde ich etwas, fällt mir was ein, was besser sein könnte? Oder wo sehe ich einen Mangel, einen Engpass bei einem Kunden, wo ich denke, das könnte etwas sein, ein Produkt, mit dem ich Erfolg habe, weil ich jemanden damit irgendwie glücklich mache. Und das ist der erste Gedanke, nicht, was ist der Trend, wo kann ich heute ein Unternehmen gründen, wo passt es gut hin, Gesundheitsbereich, aha, dort ist ein Loch, sondern ich muss von dem Thema selbst voll überzeugt sein, sonst kann ich auch niemand anders überzeugen, wenn ich nicht die Begeisterung, dieses Feuer ausstrahle, zu sagen, ich finde dafür eine Lösung. Wir verbrauchten 60 Tonnen Papier, 60 Lastwagenladungen an Papier pro Jahr.
Und dann hatte ich die Idee zu sagen, lass uns doch dieses Papier irgendwo als Kompensation anpflanzen, als Bäume und das Holz zu erzeugen. Und das kam dann über Costa Rica durch die GTZ, eine Vermittlung mit einer Umweltorganisation. Und wir haben dort 1994 einen Regenwald auf der grünen Wiese gebaut, also gepflanzt, der heute ein wunderbarer Wald ist, wo 20.000 Besucher, Schüler durchgeführt werden jedes Jahr. Und das war dann gut. Ich habe damals einen Kredit gegeben für diese Umweltorganisation. Alles Marketing-Idee für Waschbär. Und als Zinsen habe ich mir vom Notar bestätigen lassen, 100.000 Setzlinge, die ich dann wieder pflanzen wollte in Costa Rica. Und natürlich, ich habe die nie gekriegt, diese 100.000 Setzlinge. Das Projekt lief dann weiter. Es sind viele Unternehmen entstanden, dadurch Reisebüros in Deutschland, in Costa Rica. Also so eine gute Achse, Costa Rica, Deutschland. Unter anderem habe ich dann das Reisebüro, damals Waschbärreisen, heute ist es Travel to Nature, gegründet. Und vor wenigen Jahren, also vor 6 Jahren, habe ich angefangen auf Rat der Costa Ricaner. Und das ist ein Projekt, was ich dann anders vielleicht designt habe, wo ich gesagt habe, nach 2 Enttäuschungen mit Qualileo und Qualibonus eine Marketinggemeinschaft zu gründen, was mir einfach zu widerlich war, dann immer am Telefon zu hängen und Leute davon zu überzeugen, bei mir in diese Gemeinschaft zu kommen, habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich ein Unternehmen gründen, wo ich voll dahinter stehe, wo ich einen Sinn sehe. Und ich wollte eine Alternative zu den Monokulturaufforstungen von Edelholz machen, von Holz machen, nämlich Edelholz in einem Mischwald. Damals hatten wir noch so Insel vor und bin nach Costa Rica gegangen, habe 2 Jahre mehrere Reisen dahin gemacht und langsam das Projekt ausgebaut als Idee, hatte kein Geld, bin dann zu Unternehmern gegangen, die ich kannte aus meiner Zeit, unter anderem die Teekampagne, Professor Faltin ist ein Gründungsinvestor, EWS Schönau, Sladex, Globetrotter. Ich habe so 10 Unternehmen, Lebensbaum, die jetzt dabei mitgemacht haben und die beim ersten Fonds, das war eine GmbH und Co. KG mit 8 Millionen Auflage, praktisch das Erstrisiko getragen haben mit mir zusammen. Also ich hatte schon sehr viel reingesteckt und die mich auch ermutigt haben, dann nicht irgendwo 80 Hektar zu nehmen, sondern gleich ein Grundstück mit 230 Hektar und inzwischen liegen wir nach 4 Jahren, also wir haben 2007 die Firma gegründet, Bauminvest 1, bei 2000 Hektar insgesamt, die wir machen. Und da sind noch ein paar Glücksfälle dazugekommen, dass mein Sohn in Costa Rica geblieben ist jetzt und sich entschieden hat, das Ding zu machen. Und wir auf einmal dort explosionsartig dieses Unternehmen ausweiten. Wird das dann aus einer Zentrale heraus gesteuert oder wie organisieren Sie die Skalierbarkeit? Also wir haben in Deutschland jetzt eine Holding dafür gegründet, erstmal damit man es überhaupt sauber trennen kann. Aber Deutschland ist im Grunde zum Dienstleister für Costa Rica geworden. Und in Costa Rica haben wir eine Zentrale mit Büro und 10 Abteilungsleitern jetzt, die für Landwirtschaft, für Forstwirtschaft und alles zuständig sind. Tolle Leute, alles Costa Ricaner. Vielleicht eine kritische Bemerkung mir selber gegenüber. In dem Moment, wo man als Unternehmer erfolgreich wird, kommt man in diese Verwaltungsgeschichte so rein und verliert eigentlich diese Arbeiten, deretwegen man das Ganze angefangen hat. Also ich durfte als Waschbär-Geschäftsführer nicht mehr Produkte aussuchen und selber reinbringen in den Katalog. Dann hatte ich also die Frau für Textilien zuständig, die für Spielzeug, die für Haushaltsprodukte und so weiter. Und wenn ich dann kam, ja, wie der Chef sagt, das Produkt soll rein, also da haben wir auch keine Verantwortung dafür. Also das ist wirklich ein ungelöstes Problem, erfolgreich zu sein. Und auf einmal von dem Hobby, was man hat und weswegen man es angefangen hat, dass man irgendwie, ich mache einen Kaffee auf, weil ich so toll und freundlich bin. Heute Morgen habe ich bei einem türkischen Kaffee hier in Dahlem-Dorf, Sonntagmorgens um 7 hat er auf, die Leute stehen Schlange. Das ist ein Entrepreneur, der seine Kunden versteht. Mhm. Und dann fragte mich heute, als ich das erzählt habe, einer,
Ist das skalierbar? Kann man das sofort eine Franchise-Kette draus machen? Ja, scheiße, nix. Der macht das toll und da brauche ich keine Franchise-Kette, sonst wird es einfach schlecht. Ja? Ich habe den Eindruck, Sie gehen auch sehr stark intuitiv an den Moment der Firmengründung heran. Absolut, also nicht nur auf die Firmengründung, sondern auch auf das Weitere. Ich habe keinen Plan. Also Businessplan ist für Sie ein... Ja, Businessplan, dann, wenn ich weiß, was ich machen will, dann schreibe ich mir schon die Zahlen auf und überlege mir, wie kann ich das verkaufen, was kostet das. Und also das ist das Selbstverständlichste. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass Waschbär so groß wird, und ich hätte mir noch weniger vorstellen können, dass Costa Rica so groß wird. Also 2000 Hektar, wenn man das mal sieht, wie groß das ist. Und ich bin mit dem Flugzeug mit Deutschen Welle drüber geflogen. Ich habe fast geheult. Wenn man dann sieht, dass also dieses 200 Hektar, das erste Grundstück, völlig aufgeforstet da steht. Es ist einfach ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Aber das hätte ich nie planen können. Worauf sollte der junge Gründer besonders achten? Was würden Sie ihm mitgeben? Ja. Also erstmal die Idee wirklich, dass man davon überzeugt ist selber und einen Zugang zu der Idee hat. Es hilft nichts, irgendetwas Künstliches verkaufen zu wollen, wo man nicht davon überzeugt ist. Das andere, ich brauche nicht Geld, im Gegenteil, Geld ist für mich schädlich für diese Kreativität, die ich brauche, um immer wieder nochmal nachzulaufen und zu sagen, aha, könnte es das nicht sein, und wenn da verschlossen ist, versuche ich den Weg. Das ist der zweite Punkt. Und Kooperation mit anderen, also dieses zu suchen, weil ich glaube, das am wenigsten machen sich die Leute immer Gedanken, wie verkaufen sie eigentlich ihr Produkt, ihre Dienstleistung oder was auch immer. Und dann zu gucken, wer hat einen Nutzen davon, also das wirklich klar zu definieren, immer in Kundensicht zu denken, was hat der Kunde davon, versteht der das, was ich ihm sagen will? Und dann, bei wem sonst kauft der noch ein oder mit wem arbeitet der sonst zusammen, dass ich nicht die ganze ungestreute Werbung machen muss, sondern mir Partner suche, die dann auch von meinem Produkt einen Vorteil hat, wenn sie das ihrem Kunden anbieten. Also eine Synergie zu schaffen, dass der sagt, aha, ich krieg sogar noch Renommee, wenn ich dem jetzt, weiß ich, zum Tee noch was anderes mit dazu anbiete und das passt zusammen. Und sie werden auf dem so Huckepack mitgenommen und haben wesentlich geringere Kosten. Ich glaube, diese vier Punkte so aus dem Stegreif wären mir die wichtigsten dabei. Sie sind nicht direkt vom Studium ins Entrepreneurship, sondern Sie hatten doch eine Führungsposition in der Wirtschaft. Dieser Übergang interessiert uns, vom Studium zu der Führungsposition und dann in die Wirtschaft, ins Entrepreneurship. Also der wichtige Punkt ist der Absprung vom Öko-Institut oder beim Mannesmann genauso. Ich bin einfach dann gegangen und was ist passiert? Ich habe einen Auftrag gekriegt, wo ich jeden Tag 1000 Mark kriegte und sollte es für 10 Tage machen und es wurden 200 Tage draus. Und, hätte ich nie vorher 7 Jahre gearbeitet, 30.000 erspart und nachher in einem halben Jahr dann 200.000 gehabt. Also es ist völlig lächerlich und im Öko-Institut habe ich dann ganz wenig verdient, hatte nichts und habe dann einfach den Sprung gemacht, ohne irgendetwas zu haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte und auch immer wieder eine Frage, weil dieses so lange zu warten, bis man irgendwas aufgebaut hat, lenkt einem von dem eigentlichen Ding immer ab. Und so, wenn man irgendwo ein bisschen überdauern kann, ein halbes Jahr, es kommt so viel auf einen zu, aber das kommt erst dann richtig zu, wenn man auch frei ist dafür, dass es kommen kann und wenn man annehmen kann. Dieses im Unternehmen schon ein neues gründen und man kann irgendwo einen Termin setzen, okay, ich mache es in einem halben Jahr oder im Dreivierteljahr, aber dann dafür zu kündigen oder so, ich habe mehrmals gekündigt und es war immer sehr gut. Also dieses wirklich, dass wenn ich eine Lösung habe und was Besonderes anzubieten habe und davon überzeugt bin, das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei und persönliche Überzeugung. Ich finde, das war ein sehr gutes Schlusswort und ich danke Ihnen und Leo Pröstler sehr herzlich für diesen anregenden Sonntagabend. Danke.